Vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Wieder einmal beschäftigen wir uns mit der BER-Problematik, heute im Speziellen mit der Schallschutzproblematik. Auf die Details ist ja bereits umfangreich eingegangen worden. Es ist bezeichnend für die rot-rote Politik, dass die Fluglärmbetroffenen erst eingeladen werden mussten in den Sonderausschuss, damit sich überhaupt etwas tut. Und es ist schon angesprochen worden, nach so langer Zeit. Kollege Schulz, ich gebe Ihnen vollkommen recht, wenn Sie in Ihrem Antrag schreiben, dass das, was bei den Anhörungen zutage trat, katastrophal und ohne Pathos, kann man sagen, teilweise erschütternd war. Katastrophal ist auch die Lage für die Anwohner, deren Rechte missachtet wurden und deren Gesundheit aufs Spiel gesetzt wird. Katastrophal ist aber auch die Lage für die Landesregierung und ihre Flughafengesellschaft. Man hat sich ja nicht nur beim Schallschutz, sondern praktisch in allen Bereichen bis auf die Knochen blamiert. Man hat derart an Glaubwürdigkeit verloren, dass die nächste Verschiebung der Eröffnung des BER von vielen nur noch mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen wird. Anfang des Monats titelte der Tagesspiegel: Jeder Vierte glaubt, der BER eröffnet nie. Und 38% der Befragten sehen im BER-Debakel einen Image-Schaden für ganz Deutschland. Und meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, Sie haben ja nicht nur sich selbst, sondern auch unser Land blamiert mit diesem Nichtflughafen. Brandenburg, ist das nicht das Land, wo man es nicht schafft, einen Flughafen zu bauen und einige Häuser mit Schallschutz zu versehen? Und Kollege Schulze, an dieser Stelle möchte ich Sie auf einen Fehler in Ihrem Antrag hinweisen. Sie schreiben, selbst einige Abgeordnete der Regierungsfraktionen aus SPD und Linkspartei waren bestürzt über das Agieren der FBB GmbH in Sachen Schallschutz, die vielfache Übervorteilung der Bürger und das Nichtstun der Landesregierung in dieser Sache, Zitat Ende. Das habe ich in der Ausschusssitzung nicht so empfunden. Die Regierungsfraktionen schienen höchstens über die Aussicht bestürzt, dass die Sitzung nicht pünktlich beendet wird. Unabhängig von der Frage, ob der Flughafen Willy Brandt überhaupt eröffnet wird, haben Einlassungen des Bundesverkehrsministeriums gezeigt, wie wichtig das Thema Schallschutz ist. Dieser hat sich nämlich für eine Stärkung der deutschen Luftfahrtbranche ausgesprochen und eine Liste mit 12 Flughäfen, die im Interesse des Bundes sind, wie es so schön heißt, veröffentlicht. Laut Dobrindt ist die Veröffentlichung dieser Liste als Hinweis an die Länder zu verstehen, dort einen 24-Stunden-Betrieb zu ermöglichen. Wer das auszubaden hat, ist jetzt schon klar, es werden die Anwohner sein und auch die des BER, weil dieser befindet sich auch auf dieser Liste. Und ich verlange an dieser Stelle von der Landesregierung, auch im Namen der betroffenen Bürger, sich ganz klar und unmissverständlich auch gegen den 24-Stunden-Betrieb am BER auszusprechen und nicht dem Bundesverkehrsminister auf den Leim zu gehen. Das sind wir den Anwohnern schuldig, genauso wie die zügige und gerechte Umsetzung des Schallschutzprogramms, besonders nach dieser Agenda des anhaltenden Versagens der letzten Jahre. Ihre Anträge zeigen aber, dass Sie wieder einmal versuchen, die Menschen übers Ohr zu hauen. Sie heben ja im zweiten Teil das auf, was Sie im ersten Teil gefordert haben, wenn man das mal gründlich durchliest. So lösen Sie das Schallschutzproblem nicht, sondern schaffen neue Rechtsunsicherheit. Aber darin hat die Landesregierung und ihre Koalition ja Übung, wie die Altanschließerproblematik zeigt. Das ist das alte bewährte oder nicht bewährte Motto von Rot-Dunkel-Rot, Avanti Dilettanti. Die von den Grünen in ihrem Antrag vorgeschlagene Schallschutzschlichtungsstelle wird zwar nicht alle Probleme lösen, aber sie kann ein wichtiger Schritt zur Eindämmung des unsozialen Vorgehens der FBB sein, weil ja, das Vorgehen der FBB, die ja zum Teil nur ein verlängerter Arm auch der Landesregierung ist, ist in hohem Maße unsozial. Die rot-rote Landesregierung betreibt unsoziale Politik auf Kosten Schwächerer, denn die Schwächeren sind es, die nicht den Gang vor Gericht wagen, weil sie nicht das Geld haben oder verauslagen können, um Anwälte zu bezahlen. Ein kostenfreies Schlichtungsverfahren kann hier helfen. Wir unterstützen deshalb die Anträge der Freien Wähler und Grünen. Wir haben für den Antrag für die überfällige Entschuldigung, die es ja quasi indirekt oder direkt ist, namentliche Abstimmung beantragt. Wer glaubt, er muss das nicht mittragen für das Versagen bei der Schallschutzproblematik, der soll das dann tun. Vielen Dank.